Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um unseren Camperausbau und zwar um das Thema Solaranlage und Fenster einbauen. Ja. Zum Schluss zeigen wir euch oder sagen wir euch nochmal, was auch etwas schwierig an der ganzen Sache war. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt doch einfach dran. Ja, hier muss ich jetzt einfach mal mit meiner Stimme aus dem Background kommen, weil wir das Ganze mit einer GoPro aufgenommen haben und es da ja, keinen guten Ton gibt, werde ich das alles jetzt einfach mal so versuchen zu erklären. Also wir haben natürlich vorher erstmal das ganze Dach richtig sauber gemacht und wir haben uns ein Fenster, eine Dachluke geholt, die Maße 40x40 hat. Und hier müssen wir natürlich schauen, dass wir die mittig setzen und eben auch diese Dachunebenheiten nicht mitnehmen, so gut es eben geht, es dazwischen reinsetzen. Und hier sieht man auch ganz gut, dass wir Löcher mit der Bohrmaschine vorgebohrt haben. Und da können wir dann ganz gut rein mit der Stichsäge gehen. Ja, noch mehr bohren, bohren, bohren. Löcher noch mal ein bisschen größer machen. So, und dann geht's auch schon ab mit der Stichsäge. Mein Schwiegervater guckt auch ganz gespannt zu, ob ich da auch alles richtig mache. Und schon ist das Loch drin. Gucken, ob das Fenster passt. Dann haben wir noch mal die Kanten schön abgeschliffen und mit Rostschutz Grundierung eingesprüht. Dann kommt richtig schön viel Sikaflex drauf, also da zählt viel, hilft viel. Denn das ist natürlich zum einen Klebematerial, aber auf jeden Fall auch Dichtmaterial. Das hält natürlich das Wasser weg, das wollen wir natürlich nicht im Wohnraum haben. Ein paar Steine zum Beschweren drauflegen und dann schön mit den Schrauben festschrauben. Wir haben unten haben wir ein Gegenstück aus Holz, das circa 3 cm dick ist. Gelegt und ja, damit hält das auch alles schön fest und ja, das war's auch schon. Das Ganze hat uns zwei Tage haben wir gebraucht dafür. Am Ende alles noch schön sauber machen und das Fenster sitzt. Ja, und das hier ist dann auch das Fenster. Lässt sich auch super, super öffnen. So, das sind sie auch schon, unsere zwei Solarpanels, 2x100 Watt. Und hier haben wir noch den ganzen anderen Kram, wie Kabel und Wechselstromrichter, Laderegler haben wir hier auch, der kam da auch an. Und hier haben wir auch unsere Batterie, 170 Ampere. Und zwar, die Idee ist, das Ding hier an das Ding, an den Laderegler und vom Laderegler an die Batterie. Und das Ganze soll da oben drauf. Jetzt muss ich mal los das Auto holen und dann fangen wir heute an die Solaranlage zu montieren. Melli ist auch da. So, übrigens nochmal hier der Hinweis, wir machen das alles zum allerersten Mal, was aber nicht heißt, dass wir das nicht können. Los geht's. Steht da schon. So, also erster Schritt heute ist, die Solaranlagen, die zwei Panels, miteinander zu verschrauben. Und danach machen wir das Gerüst um diese zwei Panels. Ich hoffe, ich mache jetzt keine Fehler. Also, here we go. Das passiert auch immer nur mir. Und zwar, jetzt habe ich das so gelegt, dass die Kabel hier sind und einmal da sind. Und das sollte natürlich so nicht sein. Aber ist kein Problem. Das
sind jetzt zwei Schrauben drin oder drei Schrauben. Und jetzt machen wir das alles wieder raus. Und da, wo jetzt die Schrauben drin sind, kommt dann sowieso die Außenstange hin. So. Aber es passiert immer nur mir, weißt du? So, jetzt ist alles miteinander verschraubt. Ja, ganz schöne Friemelarbeit, da die Muttern reinzukriegen. Hoffentlich gehen die genauso schwer wieder voneinander los. Ja, jetzt muss ich die nur noch festziehen und dann baue ich eine Konstruktion für die Solarpaneels, um sie auf dem Dach zu befestigen. Jetzt gibt es noch richtige Handarbeit. Ein Mann, eine Säge und eine Alustange. Macht Spaß! Wenn ihr euch fragt, warum macht der Depp das eigentlich mit der Handsäge, weiß ich auch nicht. Nein, es gibt hier halt einfach eine schönere Schnittkante. Ja, und das ist das, was man dann auch oben sieht. Das ist im Sichtbereich, diese Schnittkante. Und wir wollen nicht, dass es hier an der Außenseite splittert oder halt eine hässliche Schnittkante gibt, weil man das eben sieht. So, Freunde, hier 25 cm Aluminiumrohr. Die Idee ist jetzt dabei, einmal richtig schön hier durchzubohren, bis hier durch, hier unten drunter quasi. Wir haben schon markiert, wo das Ganze hin soll, damit das auch gut ausschaut. Und wenn wir da jetzt mit dem Bohrer durchgehen, kommen wir nicht bis auf die Solaranlage, sondern bleiben kurz vorher stehen. Das haben wir genauso abgemessen. Und das Schöne bei den Solaranlagen ist, dass ja, selbst ich das sogar kann. Also wenn das hier mein alter Physiklehrer aus dem Odenwald sieht, der Herr Bretsch, ich hab's geschafft. Ich kann eine Solaranlage. Ich bin zwar doof, aber nicht so doof. Das gibt's auch sowas. Los geht's, auf das Dach jetzt! Hugo, wir versuchen jetzt gerade die Position für die Solaranlage zu finden. Ne? Und das ist gar nicht so einfach, du weißt, wie ich gestern schon gesagt habe, bei diesem gewählten Dach. Komm, ich zeig das mal. So, wir haben hier nämlich unser Vierkantrohr, 4 cm hoch. Und ja, in der Mitte haben wir aber gar keine 4 cm mehr. Wir werden das jetzt hier an der Seite befestigen. Okay, gut, hier haben wir Holz, aber hier kommt kein Holz hin. Und ja, und dann können wir diese Rundungen gut ausgleichen. Und dann setzen wir hier die Kabelführung, die dann durchs Dach geht. Machen wir das so? Machen wir mal so. Seid ihr dabei? Ja. Top Team. Weiter geht's. Fang die Kamera, Schatz. So, das Gerüst da oben, das haben wir jetzt befestigt, ist auch soweit wasserdicht, aber wir haben da jetzt nämlich die Köpfe von den Schrauben, die gucken oben raus und das war so nicht geplant und deswegen müssen wir das jetzt hier ein bisschen
ja, abflexen, weil sonst ist da ja kein Platz für die Schraubenköpfe. Versteht ihr, wie ich meine? Das heißt, jetzt muss schweres Gerät ran. Leute, das müsst ihr besser machen als ich, aber so geht's auch. Ich glaube, ich gucke erstmal nach, ob die überhaupt funktioniert. Solarzelle ohne Batterie betreiben. Wir müssen erstmal die Batterie anhauen. Ja, erstmal die Batterie. So, jetzt wollte ich euch mal schön zeigen, wie wir hier die Solaranlage befestigt haben. Und das Ding steht jetzt hier 2 Tage und die ganzen Vögel haben uns voll aufs Dach geschissen. Menschenskinder, was sind das hier für kranke Vögel? Tauben, Alter. Taubenschiss auf der Solaranlage. So, wir haben das jetzt hier schön befestigt mit dem Aluminiumwinkel. Und hier, da haben wir noch das Vierkantrohr. Den Aluminiumwinkel und das Vierkantrohr haben wir auch miteinander verbunden. Die Solaranlage haben wir parallel geschaltet, das heißt, wir haben die in Reihe gelegt. Vorteil daran ist, dass die Verkabelung sehr einfach ist. Und der Nachteil ist eben, dass wenn ein Teil verschattet ist, es eben zu einem Leistungsabfall kommt. Aber da wir hier eh nur 2 Module haben, bedeutet das, dass wenn ein Solarpanel verschattet ist, das andere höchstwahrscheinlich auch verschattet ist. Die Kabel führen von hier durch die Dachführung in die Karosserie rein. Jo, und hier kommt das Kabel auch schon wieder raus. Kann ja jeder so schön machen, wie er will. Wo das Kabel dann hinführt, zeigen wir im nächsten Video. So, hier haben wir das dann mit Holzgegenstückchen verschraubt, Unterlegscheibe, eine Mutter rein. Ja, das war das Video zum Fenster einbauen und Solaranlage. Montieren. Genau. Ja, also ist auch alles dicht bis jetzt. Wir können das reibungslos empfehlen. Das Fenster, die Solaranlage und alles, was wir in dem Video benutzt haben, haben wir unten in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr darüber einkauft, dann wird das für euch nicht teurer und wir erhalten eine klitzekleine Provision. Dann also können wir den ganzen Käse hier auch so machen. Genau, das ist ganz gut. Ja, was mich noch interessieren würde, wäre, wie verbaut eigentlich ihr eure Solaranlagen? Genau, falls ihr Tipps habt oder wie ihr es gemacht habt, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen. Genau. Ob ihr es dann auch so kompliziert gemacht habt wie wir oder ob wir es super easy für euch machen. Ja. Weil irgendwie stellen wir uns immer alles viel einfacher vor und dann ist es immer irgendwie viel schwerer zum Schluss. Ja. Also wir finden eine Lösung, aber sie ist immer etwas schwerer und zusammengebastelter, wie wir sie am Anfang uns ausgedacht haben. Genau, schreib uns einfach einen Kommentar, wie du das gemacht hast oder auch wie du das Video gefunden hast. Das würde uns auch sehr freuen. Und lass auch gerne einen Daumen nach oben da. Und im nächsten Video geht es dann um die Elektrik im Campervan. Und wenn dich das auch interessiert und du das Video nicht verpassen möchtest, dann abonnier uns! Korrekt! Ja. Und lass einen Daumen da! Und wir verabschieden uns jetzt. Macht's gut! Bis 20.